Moin und herzlich willkommen zurück in San Marino. Heute bestreiten wir ein Freundschaftsländerspiel gegen Kasachstan und ein Ligaspiel gegen Kailungo. Und ihr seht, die Mannschaftsstärke von San Marino ist ein bisschen niedriger als zuvor. Das gibt auch einen Grund dafür. Und zumindest einen kleinen Grund dafür. Könnte ein bisschen Formsache sein, aber wir kommen dazu. Also, und Kasachstan ist eben der Gegner, der eben so am nächsten an unserer Stärke dran war, als wir den Gegner ausgewählt haben. Also, aber immer noch um einiges stärker, wie man sieht. Wie auch immer, jedenfalls habe ich festgestellt, dass Paliuki ziemlich müde ist. Deswegen habe ich mal gedacht, dass wir ihn lieber mal draußen lassen. Ist ja auch nur ein Freundschaftsspiel. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, was es so Wichtiges zu Beginn zu sagen gibt. Und ich würde sagen, wir fahren auch gleich an mit dem Spiel. Gut, wir nehmen das 3D-Spiel und wir spielen Heimtrikot gegen Auswärtstrikot, weil beide blau wären. So. Und ansonsten, bei dem Stärkeunterschied würde ich wieder nichts erwarten. Von daher würde ich einfach mal sagen, geht draußen, spielt ordentlich Fußball. Und damit nochmal herzlich willkommen zu diesem Länderspiel San Marino gegen Kasachstan in San Marino. Und ja, ich würde sagen, Kasachstan ist der Favorit. Aber wir haben ja gesagt, dass, also wir haben ja gesehen, wollte ich sagen, dass das nicht so viel heißen muss. So, wir müssen erstmal die Taktik einstellen, weil man das sooweise bei Länderspielen immer so machen muss. Zumindest muss ich das immer so machen. Aber ich glaube, dieser Bug ist auch sehr verbreitet. Ich glaube, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Manche haben wohl einen Weg herum gefunden, aber der funktioniert irgendwie nicht, wenn ich ihn ausprobiert habe. Also soll heißen, die Aufstellung nochmal abzuspeichern und nochmal, also beim Verein zu speichern und bei der Nationalmannschaft nochmal zu laden, aber das hat irgendwie auch nicht wirklich funktioniert bei mir. Naja, jedenfalls, auf geht's. So, wir spielen mit erhöhter Geschwindigkeit im Mittelfeld und dann gucken wir uns mal an, was unsere Leute so auf die Reihe kriegen. So, Canasa hat schon mal den Ball verloren, Vinja auch. Und da sehen wir den ersten Angriff von Kasachstan, der im Abseits geendet ist. Gut, gibt Fallstoß. Manita ist heute für Pagliuki auf dem Platz. Bulignati kann sich leider nicht durchsetzen, schade. Aber Kocha ist da, sehr schön. Oh, Fulignati ist jetzt da, zieht ab und schießt leider vorbei. Schade, schade. Ja, aber da ist doch einiges möglich. Wenn wir schon gleich die erste Chance bekommen, ne? Gut, was gibt's sonst zu sagen? Wir haben wieder den Ball. Bleiben wir erstmal dabei. Fulignati, schade. Naja. Abseits. Okay, alles klar, das habe ich irgendwie schon geahnt. Vielleicht habe ich es auch gesehen. Jedenfalls habe ich doch neulich Andrea Metallo vorgestellt. Ich habe ihm ein Vertragsangebot gemacht, das hat er leider abgelehnt. Das waren, glaube ich, 3000 Euro für die nächste Saison. Erste Mannschaft, 5 Jahre lang. Hat er leider abgelehnt. Oh, Canasa. Oh, wo läuft er denn hin? Das Tor war woanders. Oh. Millis. Wird zu Fall gebracht. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter auch. Ja, wie gesagt, hat er leider abgelehnt. Und wir kriegen einen Freistoß. Ja, der ist irgendwo hingeblieben. War aber wohl ein gegnerischer Spieler, wie man sieht. War mir gerade nicht sicher. Oder kann was werden. Schade, Außennetz. Aber der war abgefälscht. Ah, ich sehe. Ich sehe es. Okay, gut. Ich sehe zumindest das Resultat, dass es jetzt nochmal Ecke gibt. Der kommt an. Aber ja, schwierig zu kontrollieren. Gut. Also wie ich sagte, ein Vertrag von 3000 Euro für 5 Jahre für die erste Mannschaft ab der nächsten Saison hat er leider abgelehnt. Das ist ja auch ein bisschen so das Ausprobieren. Welche Angebote man den anderen Spielern auch so machen muss,
Denn ich wollte ja gerne so 5 Jahresverträge gleich aus der Jugend heraus machen, um da kein Risiko einzugehen, die Spieler schon nach 2 Jahren oder so zu verlieren. Da muss man den halt leider ein bisschen mehr bezahlen. Also müssen wir noch schauen, wie viel das tatsächlich ist. Vielleicht wird es ja so viel, dass es sich dann doch nicht lohnt. Mal schauen. Ich vermute mal, ich werde als nächsten Schritt mal 3500 probieren. Vielleicht immer so um 500 mehr, bis es dann irgendwann annimmt. So, Melis. Oh, schade. Das war ein Foul. Also doch nicht so. Oh. Gleich rot. Krass. Das gucken wir uns nochmal an. Ja gut, es war von hinten rein, ne? Aber so schlimm. War das so schlimm? Ja gut, es war von hinten. Vielleicht jetzt das ist das Kriterium. So, Babachanov. Oder so. Hat den Ball. Und wir auch kurz, aber nur kurz. Ach, schon wieder abseits. Das klappt hier. Das ist echt gut. Also, wie oft hier die Abseitsfalle zuschnappt. Das haben wir ja schon in den vergangenen Spielen öfter gesehen. Also, das klappt wirklich gut. Garritano. Auf Canasa. Oh, der schießt ja vorbei. Will er denn kein Länderspieltor schießen? Hat er doch noch gar nicht. Kann er doch mal eins machen. Oder? Hat doch noch keins. Hab so halb vergessen, wer letztens die Tore geschossen hat. Aber ich glaube nicht, dass es. Oder war es Canasa? Ich glaube nicht. So, nochmal abseits. Da steht es ja schon 4:0, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wahnsinn. Freistoß für uns. Der kommt an. Und schon wieder ein Foul. Also, die sind heute ganz schön, wie sagt man so schön, auf Krawall gebürstet. Zumindest was die Aktionen in den Zweikämpfen angeht. So, Vigna zieht gleich ab. Ich weiß nicht, war vielleicht ein bisschen früh. Und das gibt dann also wieder Abschuss. Ach, und nächster Angriff. Sehr schön. Melis. Schon wieder. Ne, diesmal war ein Foul von uns ausgehend. Ja. Gut, das kommt wohl auch mal vor. Die Francesco. Erste Aktion im Spiel, glaube ich, ja. Garritano. Ach, schade, das war sauber. Und das ist der nächste Angriff. Der landet aber im Aus, wenn ich das richtig sehe. Ja, tut er auch. Und dann ist die erste Hälfte auch schon fast vorbei. Was war das denn für eine Aktion? Ach, dass sie sich immer so schwer tun mit dem Annehmen der Einwürfe. Dass sie den Ball dann gleich ins Aus befördern nach der Ballannahme. Oh, das war nichts. Da kann er flanken. Aber die Francesco ist da sehr schön. Und da ist die nächste Flankenchance. Da ist aber einer von uns am Ball. Vigna lässt sich ein bisschen Zeit hier. Sehr schön. Melis kommt durch. Der Ball kommt an bei Garritano. Der ist auch so weit durch. Und der landet bei Canasa. Nee, landet doch nicht bei Canasa. Ah, das war knapp. Schade. Das wäre so schön geworden. Das hätte ein super Tor werden können. Aber. Schade. Es war knapp. Gut, wir sind in der Überzahl. Das ist interessant, ne? Gut, erst gelb und dann. Der hätte also sowieso vom Platz fliegen müssen bei einer Karte. Guck mal, das hatte ich gar nicht so im Auge gehabt. Auf jeden Fall dominieren wir das Spiel. Obwohl wir eigentlich die schwächere Mannschaft sind. Das ist ja Wahnsinn. So, nichtsdestotrotz, es ist ein Freundschaftsspiel, deswegen möchte ich gerne durchtauschen. So, das können wir auf sehr vielen Positionen tun. Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht mal die müden Leute raus. Wäre vielleicht besser. So. Hier können wir sowieso beide auswechseln. Hier wäre er müder. Und hier vorne wäre Canasa der müdere. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Tor. Bedauerlich, weil es sah sehr gut aus.
Lass uns genauso weitermachen, fügt sich alles zusammen. Das kann man diesmal tatsächlich sagen, weil es sah ja gut aus. So, motivieren wir mal den Torwart. Oh, das kommt gut an. Und dann noch Manita und Vinja. Auch wenn Vinja schon draußen ist. Aber ich gehe ja da immer nach der Moral, wer da noch hinten dran hängt. Und ansonsten, ja, können wir doch mal mit den Leuten, die reden, die auch auf dem Platz sind. Das sind Melis und Garritano. Und das war's dann. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. So, wir haben 7 Wechsel gleich zur Halbzeit. Das dauert jetzt einen Moment. Ist die Frage, ob die immer noch gut spielen, nach den ganzen Wechseln. Weil wir dürfen jetzt um einiges schwächer sein als vorher. Gut möglich. Ich sehe einen Stürmerwechsel. Gut, das war dann auch der letzte. Okay. In der Reihenfolge haben wir auch gewechselt. So, gleich der erste Angriff von Kasachstan. Tatischew. Savilov. Und der landet wohl im Aus, ja. Oder auch. So, jetzt sind wir wieder dran. Abstoß Di Francesco. Landet bei Kasachstan. Und kann den Ball. Ja, er kann ihn unter Kontrolle bringen. Aber nicht den Pass an den Mann bringen. Sehr schön, wir sind wieder dran. Oder auch nicht. Der Anfang der Halbzeit glückt nicht so ganz. Tun uns ein bisschen schwer. Und da war auch schon der erste Torschuss. Wobei es der erste Schuss des Spiels war, ne? Von Kasachstan. Oh, warum lässt er den so einfach durch? War überhaupt nicht der Ansatz eines Zweikampfes bei Ficarda. Oh je. Oh, schade. Bonetti auf Milozzi. Auf Salvini. Wir sind quasi durch. Rotti kommt dran und haut das Ding rein. Jawohl! Wir führen. Fabrizio Protti. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, bei welchem Verein er spielt. Auf jeden Fall nicht bei uns. Was ein bisschen schade ist, aber auf jeden Fall schön, dass wir führen. Wir führen gegen Kasachstan. Sehr schön. Haben wir schon mal gewonnen? Nee, noch nicht, oder? Wir hatten jetzt ein Unentschieden gegen Andorra und ein Unentschieden gegen Montenegro, aber gewonnen haben wir noch nie. Vielleicht wird das heute das erste Mal. Oh. Es ist möglich. Wir spielen gut. Icardini. Auf Protti. Boah. Und der nächste Schuss. Und der ist jetzt aus dem Spiel. Schade. Ich dachte, er kommt nochmal runter und wird nochmal heiß, aber. Gut, Eckball. Aber die spielen heute wieder wirklich gut. Und jetzt führen wir sogar. Ach. Und da es nicht Montenegro ist, können wir vielleicht das sogar halten. Wer weiß. Wenn es gut läuft. Oh, Melis. Schade. Wieder schwierig, den Ball zu kontrollieren. Oh, das war anscheinend sauber. Muchtarov. Boah, die Namen bewegen sich so schnell. Ich kann die gar nicht vorlesen. Tatischew. Und Tolebaev. Und wir sind wieder dran. Sehr schön. Garritano ist dran und kann den Ball vorne ankommen lassen. Aber Protti kann nicht viel draus machen. Schade. Gut. Okay, jetzt ist Kasachstan wieder dran. Mamonov. Aber das war anscheinend ein Foul. Wobei, war der nicht erst am Ball? Für mich sah das so, als wäre er erst am Ball gewesen. Der war doch erst am Ball, oder? Also für mich sah das nicht aus wie ein Foulspiel. Na gut, können wir jetzt nicht ändern. Oh, das hat wehgetan, aber gut verteidigt. So, und wir kriegen auch gleich einen Freistoß. Und der Ball kommt an. Protti. Protti. Und na, kann man leider nicht weiterverarbeiten. Schade. Aber wir führen immer noch. Wohlgemerkt. Milozzi. Garritano. Ach Mann, so knapp. Am Ende holen wir den ersten Sieg und zwar mit einem Fremdspieler sozusagen, der bei einem anderen Verein spielt als Amadou Calcio. Das wäre ja tragisch. Nee, Quatsch. Wir könnten das Spiel gewinnen.
Die Francesco, der landet bei Paponetti und Milozzi und direkt beim Gegner. Was war das denn für ein Pass? Da war überhaupt nicht der Ansatz, zu einem Mitspieler zu passen. Oh, Tati-Chef ist alleine vom Tor und der ist drin. Oh, darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist wie so ein Gesetz, das sagt, San Marino kann nicht gewinnen. Geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Naturgesetze lassen es nicht zu, dass ein San Marino gewinnt. Na gut, in der Realität in dem Freundschaftsspiel 1:0 gegen Liechtenstein zu Hause. Aber da waren mal kurz die Gesetze außer Kraft gesetzt. Die meiste Zeit gelten sie dann doch und jetzt liegen wir sogar hinten. Es ist doch nicht wahr. Das ganze Spiel spielen die so gut. Und jetzt ist es fast vorbei. Und jetzt kassieren die 2 Gegentreffer und wir liegen hinten. Was ist das denn? Das soll mal einer verstehen. Nächster Angriff von Kasachstan wird unterbunden. Immerhin, Conti. Und der landet schon wieder im Gegner. Oh, Makarov dribbelt und dribbelt. Diesmal Conti nichts machen. Wenn man Conti dazu fragt, dann sagt der Conti nichts gegen ausrichten. Oh Mann, nee. Nee, ist wirklich nicht so. Der Tag heute. Nee, es lief auch erst so gut. Jetzt ist das Spiel quasi zu Ende. Wird wohl nichts mehr passieren. Wir haben schon wieder verloren. Ich meine, man erwartet ja als San Marino eigentlich nichts, ne? Aber wenn man doch mal führt und die bessere Mannschaft ist, dann ist es wirklich frustrierend. Es sah doch so gut aus. Mist. Wir haben doch so gut gespielt. Na gut. Jetzt können wir uns wieder auf das nächste Ligaspiel konzentrieren gegen SBK Ilungu, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Ansprache ist demnach auch nicht erfolgreich gewesen, obwohl sie wirklich gut gespielt haben. Das ist ärgerlich. Oh. Na gut, können wir jetzt nichts daran ändern. Ich meine, es war auch kein Pflichtspiel, aber es wäre halt der erste Sieg gewesen. Es wäre der erste Sieg gewesen und ist es dann doch nicht. So viele Chancen gehabt, weißt du, auch mehr Chancen als der Gegner. Die meiste Zeit die bessere Mannschaft gewesen. Und dann innerhalb von wenigen Minuten ist dann alles futsch. Oder wenigen Sekunden, könnte man auch sagen. Na gut. Auf jeden Fall bereite ich jetzt in der Zwischenzeit mal das Spiel gegen Kailungo vor. Und dann sehen wir uns dazu gleich wieder. Also, bis dann. Und da wären wir wieder. Und wer in letzter Zeit die letzte Umfrage im Auge behalten hat, der wird sehen, wenn er auf die Stärke guckt hier von dieser Mannschaft, dass heute das erste Mal Textmodus ansteht. Ja, denn ihr habt zumindest zu einem großen Teil entschieden, dass ihr die Spiele gegen die schwächeren Mannschaften oder zumindest die Ligaspiele gegen die schwächeren Mannschaften lieber im Textmodus sehen wollt. Und wir haben heute ein Spiel gegen die schwächste Mannschaft der Liga. 16. von 16, ja. Und Tabellenplatz 14, also auch in der Hinsicht ziemlich schwach. Und ja, wir sind 100 Punkte stärker. Also bin mal gespannt, in welche Richtung das heute geht. Und übrigens ist noch eine Kleinigkeit, die dazwischendurch passiert. Und zwar haben wir einen neuen Jungspieler bekommen. Und zwar den hier. Der ist jetzt nicht der talentierteste. Das heißt, er wird es nicht in unsere Jugendmannschaft schaffen. Aber wir können ihm schon mal vorzeitig einen Vertrag geben, weil er schon 16 ist und er ist wirklich alles andere als schlecht. Also wir können ihn gut gebrauchen, glaube ich. Außerdem Spielmacher haben wir ja noch gar nicht in der Mannschaft. Also ich hoffe, der nimmt das an. Wobei, habe ich überhaupt dem... Guck mal, der muss noch hier umgeschult werden, fällt mir gerade auf. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ah, gut, dass ich hier nochmal reingeschaut habe. So. Ja. Und die Mannschaft ist aufgestellt. Soweit. Also können wir eigentlich loslegen mit dem nächsten Spiel. Auf geht's.
Und ganz wichtig, heute nehmen wir den Textmodus. Ach, guck mal, wir können sogar nur Textmodus nehmen. Das Spiel nimmt uns die Entscheidung ab, weil Kai Lungo anscheinend wieder zu wenig Spieler auf die Bank gesetzt hat oder so. Naja, gut, das passiert immer wieder mal. Ist ein bisschen ärgerlich, aber heute war es sowieso unsere Absicht. Also, auf geht's, Textmodus. Und ja, warum nicht das als Derby klassifizieren? Ich brauche hier niemanden sagen, wie wichtig dieses Derby ist gegen ja, die schwächste Mannschaft der Liga. Aber wollen wir mal sehen, wie das denn aussieht. Heute werden hier ganze Kerle benötigt. Der Platz ist nach dem tagelangen Regen sehr tief. Das wird Kraft kosten. Anpfiff, erste Halbzeit. Gleich die erste Chance für uns. Oh. Gicciarini legt am Fünfer auf Canarsa ab, doch Cecchini kann sein Bein gerade noch dazwischen bekommen. Schade. Nächste Chance für uns. Ecke von rechts, Matteo Milozzi. Zaniolo kommt heraus und fängt die Ecke sicher ab. Schade. So, Verletzung, Flavio Beduzzi fällt aus. Also er hat sich verletzt und kann nicht mehr weiterspielen. Gebrochener Knöchel, oh je. Mein Beileid, gute Besserung. So, die nächste Chance für uns. Ganz schwacher Weiterball jetzt von Tommaso Coccia auf Ernesto Gicciardini. Sottil fängt diesen locker ab und baut stattdessen einen eigenen Angriff aus. Spielerwechsel. Cironardi für... Achso, wegen der Verletzung, alles klar. Cironardi kommt rein für Flavio Beruzzi. Nächste Chance für uns. Oh. Eck von links, Matteo Milozzi. Die Ecke segelt hoch in den Strafraum. Im Zentrum behindern sich Federico Fulignati und Camillo Panucci gegenseitig und kommen nicht an den Ball. Das ist die Chance für Marco Canarsa. Dieser legt sich quer in die Luft und will den Ball Volley nehmen, aber er trifft ihn nicht richtig. Abstoß. San Marino Calcio ist sehr offensiv ausgerichtet. Oh, eine Chance für Kai Lungo. Ecke von links, Enrico Sottil. Ugosi steht Richtung Tor gewandt, will den Ball Volley klären und schießt sich selbst gegen den Kopf. Der Abpraller streicht nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Ui, die kriegen die nächste Chance hier. Ecke von rechts, wieder Sottil. Der Eckball ist eine ganz einfache Beute für Claudio Serpe. Das ist aber schön. So, wir sind wieder dran. Oh, 2. Stufe 2. Banucci hindert Milozzi erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Schade. Nächste Chance für uns. Über 2 Chance. Milozzi. Also Ecke. Salvini schießt Zaniolo gut aus 12 Metern hier warm. Halb hoch und nicht allzu platziert ist dieser Ball eine leichte Beute. Schade, schade. Hat immer noch nicht gereicht. Na, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, was die Chancen angeht. Gelbe Karte für Enrico Sottil. Enrico Sottil sieht wegen Meckerns die erste gelbe Karte der Partie. Naja, ist nie unser Spieler. Ist gut für uns. Na, ist ganz schön ruhig geworden hier. Wo bleiben denn die Chancen? So, unsere Chance ist da. So, eine vermeintliche Abseitsstellung von Marco Canarsa wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Ich dachte, es wäre eine vermeintliche Abseitsstellung, die dann nicht gepfiffen wurde oder sowas in der Art. Schade. Ja. Nach 60 Sekunden wird nachgespielt. Abpfiff erste Halbzeit. Das ist nicht so gut. Vor allem, man müsste doch eigentlich mehr erwarten bei uns. Wir sind doch viel stärker. Sind alle frisch im Prinzip, ne? Da muss man eigentlich nicht viel machen. Was machen wir denn da? Da könnten wir vielleicht nach Noten wechseln oder sowas in der Art. Bringen wir vielleicht mal Basso rein. Und Bau. Und Amore. Also raus mit Bau und Amore und rein mit Pacienza und Corona. So, das waren die Wechsel, würde ich mal sagen. Kann sein, dass wir stärker geworden sind. Ja, wir sind durch die Wechsel, glaube ich, stärker geworden. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ja, ist es das ist durchaus nicht schlecht. Zumindest, glaube ich, nicht allzu viel schlechter geworden. So, jetzt steckt unsere große Stunde. Das müssen wir doch noch gewinnen. Ich meine, wir sind so viel stärker als der Gegner und hatten viel mehr Chancen. Also, wenn nicht, dann ist das hier aber eine ganz schöne Enttäuschung. Schade, wir können Bau nicht so richtig motivieren. Ah, ich glaube, deswegen sträubt er sich in letzter Zeit so gegen die Vertragsverlängerung, weil er einfach nicht so viel Selbstvertrauen hat. Nicht so gut drauf wie manche andere. So, dann loben wir mal Gicciardini und hoffen nun. Na, schade, hat sich nicht auf sein Selbstvertrauen ausgewirkt.
Dann würde ich sagen, motivieren wir noch mal ein bisschen die Offensive, damit das noch was wird. Und dann geht's auf in die zweite Halbzeit. Hoffentlich fällt uns keiner aus, das wäre ungünstig, weil wir nicht mehr wechseln können. Auswechslung, Pacienza kommt rein für Bau. Und Corona kommt rein für Amore. Ja, das muss auch nochmal in der Grafik dargestellt werden. Und auch der Wechsel Basso Guicciardini wird gleich in einer Grafik präsentiert werden. Und zwar hier. So, weiter geht's. Anpfiff, zweite Halbzeit. So, gleich eine Chance für uns. Stufe 2 und Stufe 3 und jetzt aber. Milozzi setzt sich von links nach aus, links außen in die Mitte ab, überspurtet Sotil und jagt das Sportgerät aus 16 Metern trocken in den rechten Winkel. Jawohl! Wir führen! Endlich! Endlich! Ach ja. Das tut gut. Die Fans sind aus dem Häuschen und feiern die Übernahme der Tabellenführung. Spitzenreiter, Spitzenreiter, ernsthaft? Das Tor von Milozzi könnte hier die Schleusen geöffnet haben. Moment, Tabelle, Tabelle kann man doch auch irgendwo hier. Moment, Tabelle. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Meine Güte, tatsächlich. Stufe 2 Chance. Scotcher wird links steil geschickt, will an Gentili vorbeigehen und bleibt zunächst hängen. Aber der Außenverteidiger setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt ihn flach in die Mitte, wo Garritano lauert. Sottil kann dessen Schuss gerade noch zur Ecke abblocken. So, nächste Chance für uns. Ecke von links. Giovanni Basso. Der Ball kommt präzise auf Marco Cannarsa, der sich gegen Enrico Sottil durchsetzt und gut köpft, aber in Massimiliano Zaniolo seinen Meister findet. Dieser packt sich ja zu. Nächste Chance für uns. Ein Schuss von Basso wird noch abgefälscht und verfehlt das Tor nur knapp. Milozzi hatte sehr gut vorbereitet. Schade, schade. Nächste Chance für uns. Ecke von links. Giovanni Basso. In diesem Spiel. Zaniolo weiß da nicht, ob er herauslaufen oder auf der Linie bleiben soll, bleibt dann aber gegen Salvini doch Sieger. Schade. Es ist schlechte Sicht. Man kann nicht mehr von einem zum anderen Tor schauen. Die Spieler sollte das aber momentan noch nicht behindern. Milozzi legt den Ball aus der Mitte gut ab für den auf der linken Seite durchgebrochenen Basso. Der zieht freistehend an der Strafraumgrenze ab und versenkt den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck. Jawohl, 2:0 Giovanni Basso. Und ich kann leider nicht schneller lesen. Manchmal komme ich nicht ganz mit. So, momentan ist das eine äußerst einseitige Partie. Die SB Kai Lungo haben hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Super Parade von Zaniolo über Corona und Melozzi kommt der Ball zum agilen Basso, dessen abgefälschten Schuss kann der Torwart reflexartig zur Ecke klären. Zaniolo ist sichtlich mit sich zufrieden. Uiui. Wir führen immer noch. Nächste Chance für uns. Wo die Ecke, hä? Oder wie war das? Ecke von links, Giovanni Basso. Sechste in diesem Spiel. Tolles Luftduell am kurzen Pfosten zwischen Cannarsa und Sottil nach einer Ecke von Basso. Am Ende kann sich Sottil durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Uiui. So, nächste Chance. Auf geht's. Tommaso Gocca schickt Milozzi rechts auf die Reise. Cecchini lässt sich da ausspielen. Milozzi flankt aus vollem Lauf, sodass Cannarsa frei am langen Pfosten im Flug den Ball einschießen kann. Aber der jagt das Leder einige Meter über das Tor. Schade. So, nächste Chance für uns. Aber die anderen kommen hier gar nicht mehr zum Zug. Nach einer Flanke von Gocca verschätzt sich Zaniolo und unterläuft den Ball. Hinter ihm steht aber Cecchini, der auf Sicherheit geht und zur Ecke klärt. Wir werden ganz schön unter Druck gesetzt hier. Ecke von rechts, Giovanni Basso, siebte in diesem Spiel. Die Ecke kommt genau auf den Kopf von Archimede Garritano, der vollkommen frei steht. Dieser hat keine Mühe, aus 7 Metern Torhüter Zaniolo zu überwinden. Und es steht 3:0 für San Marino Calcio durch Archimede Garritano. So, die SB Kai Lungo haben keine Ideen mehr. Die Mannschaft hat sich in ihr Schicksal ergeben. Für die Spieler von San Marino Calcio ist das jetzt hier nur noch ein besseres Training. So, Milozzi spurtet da mit voller Power einen Ball hinterher, der praktisch schon im Aus war. Damit verhindert er immerhin eine Ecke. Die vergangenen Minuten gehören eindeutig San Marino Calcio. Cecchini klärt mit fairem Tackling gegen den durchgebrochenen Cannarsa zur Ecke. So, Ecke für uns. Ecke von links, Giovanni Basso, achte in diesem Spiel. Enrico Sottil kann mit einem Befreiungsschlag klären.
Uiui. Ach nee, jetzt La Fiorita doch noch. Ach Manu. Samuel Calcio spielt die Zeit hier jetzt souverän runter und hält die SBK Lungo weg von eigenem Tor. Die SBK Lungo sind nicht zwingend genug und hat nicht mehr viel Zeit, um das Spiel hier noch zu drehen. Und wir haben noch eine Chance. Milozzi dribbelt da an der rechten Seitenlinie Energie aus, zieht an ihm vorbei am Strafraumeck, passt er scharf an den 5-Meter-Raum. Garritano steht zu ungünstig vor einem Torschuss, lässt den Ball durch seine Beine laufen. Am kurzen Pfosten lauert dafür der aufgerückte Basso und muss den Ball nur noch ins Tor schieben. Stattdessen bolzt er die Kugel aber in die Wolken. Und wir sind wieder Dritter. Och Mann, oh. Basso. Die Ecke kommt hoch herein. Zaniolo pflückt den Ball sicher herunter. Und dann ist das Spiel auch fast vorbei. So, oh, jetzt kriegen die noch eine Chance. Gregori und Pacienza verbeißen sich in einen Zweikampf und beide überhören den Pfiff des Schiedsrichters komplett. Am Ende liegen beide am Boden, heben die Hand und schauen hilfesuchend zum Unparteiischen. Der hat aber schon lange auf Abseits entschieden. Tja, das Spiel wird exakt nach der regulären Spielzeit beendet. Schlusspfiff. Ach, schade, sind wir doch wieder auf dem dritten gelandet. Und haben jetzt immer noch 2 Punkte Rückstand auf die Tordifferenz von Penarossa. Wie haben die denn heute gespielt? Haben wir uns wieder fertig gemacht? Schauen wir mal eben. So, hier haben wir ein paar Statistiken zum Spiel. Und weitere Statistiken. So, die Ergebnisse. Penarossa hat 3:1 gewonnen. Das heißt, wir haben ein bisschen was gut gemacht. Ein Tor. Wow. Guck mal hier. Faetano ist auf Platz 4 und hat eine negative Tordifferenz. Auch interessant. Naja. Gut. Dann war es das dazu. Weiter geht's zur Spieltagsstatistik. Da haben wir 2 Spieler in der Mannschaft des Tages. Und zwar Milozzi und Basso. Und den hat man ja auch mehrere Sachen mitgekriegt in dem Spiel. Ja, schön, schön. Weiter geht's. Teamleistung, wir sind die zweitbeste Mannschaft des Tages. Das ist auch sehr schön. Beste Spieler. Da haben wir Petrucci hier immer noch ziemlich weit vorne. Garritano hat heute mindestens ein Tor gemacht. Ja, heute ein Tor, genau. Und ja, weiter geht's. Fair Play. Da sind wir auf Platz 6. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da waren wir schon mal weiter unten, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so weit oben waren, was das angeht. Gut. Das waren die Statistiken dazu. Damit wären wir durch. Mehr oder weniger, ne? So, schauen wir mal, ob es sonst noch irgendwas Neues gibt. Es gibt was Neues. Wir sind wieder auf Stufe 19 von 20 beim Vorstandsvertrauen. Man ist mit den bisherigen Leistungen mehr als zufrieden und freut sich auf die nächsten Großtaten. Jawohl, fehlt nur noch ein Punkt. Und besser kann es nicht werden. Oder? Kann es besser werden? Ich meine, ich hätte mal irgendwo gesehen, irgendwas von 21 von 20. Das sah dann sehr merkwürdig aus, weil der Balken über das Ziel hinausgeschossen ist. Ich meine, das hätte ich mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das ein Bug ist oder gewollt. Aber okay, wir sind bei 19 von 20. Das ist sehr schön. Sehr schön, wenn wir auch in den Finanzen ein bisschen besseren Eindruck machen könnten. Aber okay. Cristallini erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist schön. Dann kriegt er einen Punkt dazu. Statusbericht Verletzung. Ja, da haben wir einige aktuell. Unsere Reserve hat verloren. Naja, gut. Passiert. Und wie gesagt, wir haben 2 Mannschaften in der Mannschaft des Tages. Und die Ansprache war erfolgreich. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen in der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, dass wir ein Ligaspiel gegen Domagnano haben und ein Pokalspiel gegen Tre Fiori. Also, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut?